So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge. Es ist mitten in der Nacht, wir haben noch vier Leben. Okay, die laden nach einer Weile jetzt wieder voll, aber es wird gerade eng. Ich wollte nochmal durchbrettern und die Bretter einsammeln. Moment. Und hier vorne lagen noch welche, die sind von oben runtergefallen. Das heißt, die Farm ist des Weiteren bald dann so fertig. Von der Optik, was meint er denn? Geht das so einigermaßen okay? Oder würdet ihr sagen, okay, warte, hier oben könnte man noch was machen dann, aber das sehen wir dann gleich. Ich gehe pennen und verbringe mal die Nacht. Wir haben es gerade gesehen, es wurde ziemlich eng. Vor allen Dingen. Nein, das war jetzt nicht zweideutig. Und ja, es waren einfach zu viele Mobs da. Genau. Nein, absolut nicht zweideutig. Nein, 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 nicht zweideutig. Nochmal. ich bin so schlimm, manchmal. Auch wenn ich es manchmal echt nicht so meine. Meistens. Okay, gelegentlich. Vielleicht. Eventuell. Egal. Oder ich muss einfach mehr Katzen verteilen. Das wird auch gegen Creeper dann mehr oder weniger helfen. Und zack. Weg mit dir. Ich bräuchte vielleicht mal wieder eine Diamantspitzhacke, oder? Enchanten, verzaubern. Level 23 auf 30 müsste ich hochhauen nochmal. Und das Skelett müsste gleich brennen, aber cool, das backt sich durch den Boden, habt ihr gerade gesehen. Mit Bratpfanne, einmal durch, nee, mit Kuchenblech, genau. So rum nicht backen. Genau, mit einer Bratpfanne durch den Ofen backen. Lohnt sich auch voll. Mit einer Bratpfanne brät man. Moment. Okay, die Melonen wachsen unten schon mal, das heißt, es ist auch schon mal ein vernünftiger Stand einigermaßen. Na, Moment, Moment, so. Jetzt könnten wir einigermaßen hier das noch ein bisschen fertig kriegen. Ich glaube, das lasse ich auch. Da gehe ich jetzt nicht mehr höher, sage ich jetzt mal, sondern es wird das endgültige Dach. Das heißt, so. Und kann ich jetzt hier unten wegschlagen? Geht. Und das da, das da, das da, das da, das da. Ich habe noch gedacht, dass ich eventuell bei den Zäunen was ändere. Das heißt, Moment. Die sehen noch so ein bisschen, also vom Stil her sieht das so ein bisschen, naja, aus. Deshalb habe ich mir gedacht, pass auf, nimmst du die hier, testest gerade mal, wie es aussieht, die weg und die hier rein. Geht das? Oder ist das zu blöd? Ne, das geht eigentlich. Damit man so einen, naja, gleichmäßigen Touch hat. das Coole wäre, wenn man hier auch noch die dunklen, wenn es die dunklen Zäune noch gäbe, aber sowas gibt es ja leider nicht. Ich hake die Dinger nochmal durch. So. Und nebenbei noch, natürlich, jede Menge Gesprächsthemen sind drin. Die Frage für dieses Mal ist eigentlich mehr oder weniger. Moment, Zettel. Thema Menschheit. Macht der Mensch die Erde kaputt? Kommt drauf an, in welchem Maße. Ich glaube, ich würde nicht mal sagen der Mensch, sondern. Doch, kann man sagen, der Mensch allgemein. Man kann nicht von allen reden. Aber von an sich ist der Gedanke gar nicht mal so abwegig, würde ich sagen. Erstmal, welchen Einfluss hat ein Mensch auf die Erde allgemein? Was denn da? Da gab es einen guten Witz, den habe ich gehört bei Joe Cognito sogar zufällig. Der hatte gemeint, oder irgendwie als Einleitung für ein Video von ihm, so als Witz, treffen sich zwei Planeten, sagt der eine, boah, du, mir geht's halt echt gar nicht gut. Die andere, okay, was ist denn los? Dann antwortet natürlich gleich zurück. Ja, ich bin schon seit Wochen oder seit ein paar Millionen Jahren krank hier. Also insgesamt, nee, ein paar Millionen Jahren kann man auch nicht sagen. Er sagt einfach, okay, ja, ich habe Homo sapiens. Und dann sagt der andere, okay, na klar, das geht wieder von alleine weg. Also so nach dem Motto, die Menschheit löscht dann eh sowieso wieder selbst aus. Die Frage ist nur, was es dem Planeten zufügt. Also, ihr dürft dadurch schon ein bisschen kränkeln. Ich sag jetzt mal, von CO2 her würde ich sogar gar nicht mal sagen, dass er sie so kaputt macht. Weil CO2, oder sagen wir so, der CO2-Gehalt auf der Erde war in früheren, ich sag jetzt mal, Erdperioden wesentlich höher als heute. Es gibt immer mal Hitzeperioden und Kälteperioden, also Eiszeiten. Und am CO2 würde ich jetzt nicht, sag ich mal, sagen, dass der Mensch dafür verantwortlich ist, dass er die Erde kaputt macht. Was ich eher sagen würde, in dem Fall wäre zum Beispiel bei, kann man das so lassen hier? Ich mach's nochmal zu. Bei Abholzung von Regenwäldern so in der Art. Das heißt, Zerstörung von Lebensräumen, dass ein gewisses Gleichgewicht, ich sag jetzt mal, in der Natur gestört wird. Das habe ich aber schon mal angesprochen. Ich wiederhole mich, glaube ich, zu oft ein bisschen teilweise. Also im Sinne von Weltuntergang, dass der in dem Sinne nicht kommen wird. Also hier von heute auf morgen, buff da, tralala.
Hallöchen, darf ich grüßen, ich bin Weltuntergang oder Weltuntergang ist mein Name. Der kommt nett, weil es da deutlich frühe Anzeichen geben wird, würde ich sagen. Und das heißt, es spürt man schon tausende Jahre teilweise vorher, denke ich mal. Weil die Erde ja so ein langwieriger Prozess ist, sage ich jetzt mal, oder schon so lange die Erde gibt es so lange und die Prozesse dauern auch so lange. Das kann nicht von einem so einen Schlag sein. Es sei denn, es bricht ein atomarer Krieg aus und alles Mögliche, was hier so existiert, wird weggebombt. Dann vielleicht eher. Aber soweit denken wir noch gar nicht oder hoffen wir noch gar nicht, je nachdem. So, was meint ihr so jetzt allgemein zu der Melonenfarm? So vom allgemeinen Aussehen her, vom Design her, ist das okay oder würdet ihr sagen, Alter, sieht das hingeklatscht aus? Und ihr wisst ja, das Thema ist, glaube ich, noch ein bisschen gesprächsbedürftig, kommt noch, dass ich jetzt den Safe raushauen werde. Das heißt, in dieser Folge könnt ihr euch, oder ab dieser Folge könnt ihr euch den Safe auf meinem Kanal runterladen. Der Link dazu ist auf dem Kanal. Mehr oder weniger, ich will es nicht hier in die Videos reinposten oder unter das Video oder neben das Video, weil ich dann wieder gucken muss, wegen aktualisieren, das wieder rechtzeitig rausnehmen und alles Mögliche. Ich mache es einfacher und sage, den Safe gibt es auf dem Kanal. Wie man drauf kommt, sollt ihr alle wissen. Wenn nicht, Mauszeiger nach unten und meinen blauen Namen anklicken. So, und dann rechts auf der Seite bei den Download-Links steht dann Let's Play Welt. Stand LP 500, die Stelle, wo ich gerade bin. Ich habe mal 36 oder so muss das sein. So, was machen wir so lang? Ich würde sagen, mache ich hier einen Cut? Nee, nach der Folge. Nach der Folge mache ich einen Cut, ziehe mir den Safe. Und ich würde mal Folgendes vorschlagen. Ich gucke erstmal auf den Platz, wo ich jetzt endlich dieses vernünftige, normale, vernünftige Haus baue. Es soll nicht in der Wüste sein. Es soll am besten... Ja, wo baue ich es mal hin? Gibt es irgendwo einen perfekten Standort? Vielleicht hier vorne, wo viel Platz ist, würde ich sagen. Also mehr oder weniger, das ist nur als Deko, so ein läppisches Bauernhaus ist das hier. Hier ist ein sehr, sehr weites Feld. Machen wir die Hütte verschneit. Genau, wir machen die verschneit. Machen uns einen kuscheligen Kamin rein. Und dann passt das doch. Dazu muss ich erstmal nur ganz grob gucken, wo ich das Grundstück ziehe. Weil da läuft ja ein Weg lang. Übrigens nebenbei, ne? Irgendwo hier. Da läuft ein Weg entlang. Den kennen wir gar nicht mehr, weil der zugeschneit ist. Ein Weg aus Gravel und... Ah, zum Glück, ich dachte schon, ich hätte jetzt hier, warte. So, ich dachte schon, ich hätte jetzt hier wieder, Flint draus gemacht, dann wäre der ganze Gravel weg. Schneebälle, wofür brauche ich den? Warum habe ich so viele Schneebälle jetzt schon wieder dabei? Kann ich ein paar Hühnchen abschmeißen? Ich könnte auch mal wieder Tiere züchten, so ist es ja auch nicht. Könnte ich auch noch machen. Also ich glaube, ich sage mal so nebenbei... Im Sinne von zerstören, würde ich sagen, macht der Mensch das eher durch Lebensraumvernichtung. Also heißt, den Planeten werde er so leicht damit nicht zerstören können, aber einfach nur die Verhältnisse oder die klimatischen Verhältnisse in der Natur wieder verändern können. Aber an sich, haben wir kurz auf dem Zettel stand, die Erde kaputt machen, glaube ich, eher weniger. Die Erde juckt das ein Scheiß, denke ich mal, ob sie radioaktiv verseucht ist oder nicht, die wird uns alle überleben. Aber der Mensch dann, der wird halt dann mehr oder weniger drauf gehen. Also der erledigt sich von alleine. So. Grundstück aussuchen. Vor allem Holz aussuchen. Ich brauche normales Holz. Und zwar aus der Holzfarm da hinten. Ich fange jetzt mal an, dann gleich mit dem Grundriss. Dazu düse ich hin, schnapp mir erstmal alles Holz, was nicht nietennagelfest ist. Und dann wird der Grundriss gemacht. Boden wird aus diesem Holz, denke ich mal, gemacht werden. Innen drin. Und ich guck mal, inwiefern ich da Abwechslung reinbringen kann. Ja, das meiste wird wahrscheinlich wohl sowieso Dekoration sein, aber halt was zum Übernachten. So, warte, soll ich einmal durch... Ich gehe einfach durch und ernte nochmal, oder? Hallo, das ist schon fertig gewachsen. Da kann ich einfach die Zeit nutzen, dann hier durchbügeln. Aber hier nehmen wir noch was zu erzählen. Die Frage ist nur, was zu erzählen, weil es ist... es ist echt nicht leicht, sagen wir mal so. Es ist wirklich, wirklich nicht leicht. Also so vielen Themen jetzt hier durchzugehen, ihr müsst euch so vorstellen, dass ihr euch jetzt zum Beispiel in der Ecke setzt, ja, und leise vor euch hinredet. Also ich sag jetzt mal, so wie ich jetzt gerade hier und halt nur ein Mikrofon reinredet und halt nebenbei, okay, was spielt, aber das lassen wir jetzt gerade mal aus.
Das ist gar nicht mal so leicht, wenn man es genau bedenkt. Man muss irgendwo Gesprächsstoff herkriegen. Man muss irgendwas finden, worüber man reden kann und wie man das interessant gestalten kann. Das hat kein Skript oder ähnliches. Das ist echt nicht leicht. Ansonsten könnte ich nur ein Dings hier auf den Zettel lunsen. Und zwar steht da, Beziehungen, die nur wegen einem Kind fortgeführt werden. Ich sehe gerade, dass die Folge voll ist. Das heißt, ich bin gerade, naja, mehr oder weniger dabei, was anzufangen, obwohl es eigentlich zu Ende ist. Das ist übrigens nicht gut. Ich werde hier wohl oder übel einen Schnitt machen, aber dann, glaube ich, gleich wieder weiter aufnehmen. Aber ich werde das erst noch abernten und dann den Save machen, weil ihr werdet ja dann hier stehen, wo ich jetzt gleich stehe. Also exakt das gleiche Inventar und alles, wer sich den Save zieht. Und dann, wer zieht sich den Save? Bitte melden. Ja, deshalb stelle ich mich nochmal ganz vernünftig irgendwo in die Ecke. Das heißt jetzt nicht hier, so. Sammeln wir mal das ganze Holz ein und dann sehen wir uns gleich. Moment. Ich hack hier nochmal komplett durch. Der Save wird auf Mediafire hochgeladen, da könnt ihr euch ziehen. Und dann schauen wir mal. So, Bau. Ich möchte jetzt echt nichts Neues anfangen. Kann man nicht irgendwie TNT in eine Packung reinschieben, dass das Ding schneller explodiert oder so? Explodiert schneller abbaubar ist? Bestimmt. Mach ich aber nicht, weil mir alles um die Ohren fliegt. So, dann tschüss.